Heute ist große Stadtratssitzung. Alle sind sie dort, alte Intriganten und Schwätzer. Sie wollen dem Kaiser die Zeit stehlen mit ihren kleinlichen Ränken und Ambitionen. Aber der Meister weiß, was er von ihnen zu halten hat. Ich informiere ihn über alles. Er sitzt dort auf seinem Thron. Mit wachsamen Blicken blickt er auf das Treiben der Narren hinab. Es geht darum, irgendwelche Pfründe zu verteilen. Seht nur, wie Leonardo herumwinselt, dass er mehr Zeit und Ressourcen benötigt. Wenn er nur weniger Zeit darauf verschwenden würde, heimlich Briefe aus dem Reich schaffen zu wollen, könnte er dem Kaiser besser dienen. Aber noch brauchen wir ihn. Erst wenn alles funktioniert, können wir ihn als Abtrünnigen brandmarken. Ich könnte so viel wichtigere Dinge tun, als hier zu sitzen, aber was wäre der Kaiser ohne seinen treuen Ratgeber? Ich muss dafür sorgen, dass er sich zu keinen falschen Entscheidungen verleiten lässt. Jelnan von Dunkelstein sitzt zu seiner langweiligen Vorträge über die verbündeten Rot- und Schwarzpelze an. Wenn niemand ihn bremst, wird er über Stunden lamentieren. Ich gähne demonstrativ und murmle, selbst mich könnte der Dunkelsteiner so einschläfern. Da wagt er es doch, über meine Herkunft zu spotten. Solange ich noch in Andergast etwas zu sagen hatte, haben wir nichts mit Ork schön getan. Ich glaube, ich werde seinen Redestrom etwas amüsanter gestalten. Ich verlasse kurz den Ratssaal. Mir sind solche Privilegien gestattet. Ansonsten bestimmt der Kaiser, wer gehen darf. Ich invoziere die nötigen Formeln, um ein Yish Asri zu beschwören. Ich entdeckte die interessante Dämonenspezies erst kürzlich bei meinen Studien in einem alten Pergament. Als die Kreatur vor mir erscheint, fordere ich sie auf, den Kriecher Dunkelstein aus dem Konzept zu bringen und begebe mich zurück zu meinem Platz. Der Orkenfreund schwadroniert gerade über die Gefahren, die von irgendwelchen Dienern der Gans drohen, als er zu blinzeln und zu schwitzen beginnt. Er fährt fort. Aber da ist jetzt dieses Zucken. Er schüttelt und windet sich, will dabei unauffällig bleiben und verhaspelt sich noch immer mehr. Die Schwingen des Yish Asri kritzelten in seinen Ohren, die Krallen zwackten in seinen Schulter. Schließlich tut er, als fächle er sich Luft zu, doch es wird ein hektisches Händeflattern. Und er ohrfeigt sich selbst. Der Kaiser schaut ihn amüsiert an. Dunkelstein erzählt etwas von dem Schmeißgetier, das ihn störe, aber natürlich ist der Dämon für jeden außer ihm und mir unsichtbar. Und vielleicht kann der Kaiser ihn sehen, wer weiß. Seine Magnifizenz beugt sich gerade zu seinem Diener herüber und flüstert ihm etwas zu. Just diesen Augenblick nutzt Dunkelstein, um loszuwollen. Halt dein Schandmaul, du groteskes Ungeheuer. Man kann eine Nadel fallen hören. Alle starren erschrocken zu ihm und dann zum Kaiser. Seine Magnifizenz blickt ihn starr an, bis sich der Dunkelsteiner Kratz buckelt und der vielen Entschuldigung aus dem Rat entfernt hat. Dann blicken mich die strengen Augen an. Das war euer Werk, nicht wahr? Leugnen ist zwecklos, also versuche ich es mit der Wahrheit. Eure allerdämonische Magnifizenz, die Stimmung war recht gedrückt, also dachte ich mir, dass es euch amüsieren würde. Alles blickt unentwegt auf den Kaiser, doch als sich sein hageres Gesicht verzieht und er heiser bellend auflacht, fährt der ganze Rat mit ein. Ja, was wäre der Kaiser ohne mich? Aus den Aufzeichnungen des Asmodeus von Andergast, Hofmagus zu Jolgurmak. Dann geht Yalan Ukurian von Zorgan durch die Tür wieder nach draußen und kann dort auf den Burgschulzen Bohemund Bruckner treffen, der dort gemeinsam mit den anderen im Gespräch ist und sie philosophieren und diskutieren gerade darüber, wie man jetzt durch die Erde gelangt. Ah, da seid ihr. Ja, wir sind nicht besonders weit gegangen. Es fühlt sich aber weit an und vor allem ewig lang hier. Ja, verzeiht, das war eine taktische Maßnahme. Diese,
dieser Baron. Er redet und er redet und er redet über die unwichtigsten Dinge. Ich kenne auch so jemanden. Ich kann ihn stillzaubern, wenn ihr wollt. Ich denke, das wäre höchst unhöflich. Aber ich höchst wollte. Effektiv gleichzeitig. Jedenfalls, er sprach davon, Söldner anheuern zu wollen. Ich sagte, dass Rafim doch Akoto des Korsa und konnte mich aus der Sache herauswinden. Warum hört er ihn überhaupt zu? Ignoriert ihn einfach und lasst uns endlich entscheiden, was wir als nächstes tun. Und der Mann ist derzeit der, wenn auch selbsternannte Bürgermeister. Wir täten gut, es ist uns nicht mit ihm zu verstehen. Der Bürgermeister von was? Von diesem brennenden Haufen Scheiße, in dem wir uns gerade befinden, nehme ich an. Also, er ist absolut unwichtig. Diesen brennenden Haufen Scheiße und dem Banner Krieger, das immer auf der Hand steht. Nun, ich bin mir sicher, ihr habt einen Plan ausgeplant. Ihr werdet ihn mögen. Ja, ich gehe mit Isarun durch die Erde und komme dann irgendwann mit Isarun wieder zurück. Wir besuchen das Informationsinstitut. Und was gedenken die Herrschaften tun wir in der Zeit? Was ihr immer tut und gut aussehen? Ja, genau. Das meinte ich damit. Und wie lange wird dies dauern? Oh, ein Tag, vielleicht zwei. Ich würde eher von zwei ausgehen. Boltak sagte, dass er zwischendurch wahrscheinlich ruhen müsse. Ja, wenn die da keine Tränke haben, die meine astrale Kraft wieder auffüllen. Sonst ich weiß nicht, ob ihr euch in letzter Zeit darüber gewahr wart, welchen Tag wir haben. Aber es sind keine zwei Wochen bis zu den namenlosen Tagen hin. Wir müssen uns beeilen. Wenn ihr keine bessere Idee habt, wie wir in das Informationsinstitut kommen, das gerade umstellt ist, dann ist das die beste Wahl. Wir verlieren zwar zwei Tage, aber dafür keine weiteren Ressourcen. Fein. Tut, was ihr müsst. Wir werden dann so lange hier verhindern, dass der Baron uns und seine Krieger bei einem Angriff auf die Nordlandbank verheizt. Ja, was das angeht, der Burgschulze scheint doch ein sehr vernünftigerer Zeitgenosse. Und außerdem soll es hier noch eine Rondrianerin geben. Die kann mit Sicherheit auch mit Informationen dienen und vielleicht eure Hilfe gebrauchen. Naja, und es wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ihr ein paar Waffen von den hier anwesenden Kriegern einsegnet. Der Schulze meinte ja, die Waffen wären alle profan, nicht geweiht. Sicher doch, sicher doch. Na gut, Rafim, komm mit. Wohin? Dem Mann erklären, dass es keine Söldner gibt. Ja gut. Ja, dann Rafim im Schlepptau geht es. Erstmal zurück zur Tür. Er wird dann stehen geblieben, dreimal kräftig durchgeatmet und dann erst eingetreten. Ja, und wisst ihr, dieser Honig, hervorragend. Echsenmuser Honig. Ich habe schon so viele gute Sachen davon gehört. Ja, wir müssen erst die Fälle sehen, also bin auch ganz, ganz erzückt, wie man das so glatt streicheln kann. Hervorragend. Ah, Jalan, da seid ihr. Ja, euer Hochwohlgeboren, Avemir. Das hier ist Rafim Ibn Kanava. Ich erzähle euch von ihm. Er kann euch sicherlich alles über Söldner erzählen, was ihr jemals wissen wolltet. Dann schiebe ich Rafim rein, wenn ihr mich entschuldigen möchtet, und macht in die Tür zu, bevor jemand antworten kann. Ja, gibt keiner. Also von außen. Rafim, setzt euch doch, seid nicht unhöflich. Ja, eine Freude, mich mit euch zu unterhalten. Ich soll euch ausrichten, gibt keiner. Ein Tee? Setzt euch dazu. Wir haben gerade einen wunderbaren Kräutertee aus dem Garten aufgegossen. Ich hab's leider ein bisschen eilig. Ich stehe lieber. Gibt keiner. Vielen Dank. Ich drehe mich um und gehe. Es gibt keine Fälle mehr an Exmoos. Ich fürchte, er bezieht sich auf Söldner. Söldner? Nein, das kann gar nicht sein. Wie gesagt, wenn wir die Nordlandbank erst annektiert haben und in das Reich zurückgegliedert haben, um in diesem Kriegsfall dann das einzufordern, dann sollte nicht das Problem sein. Ich sehe das Problem eher in der Heranschaffung von Söldnern. Wie ihr wisst, befinden wir uns... Papa, ihr seid Magier, was wisst ihr da schon davon? Nun, wir befinden uns in einer belagerten Stadt. Alleine das Anbringen von diesen Gesuchen könnte schwierig werden. Ja, ich denke, diese Paktierer, die verraten sich auch ganz gegenseitig ganz gerne. Ich bin auch gewillt, dann mit Intrigen zu arbeiten und die Leute gegeneinander aufzuhetzen, ne? Gibt sich so ein bisschen auf die Nase. Man muss ein Fuchs sein. Natürlich, aber ich glaube, ihr
unterschätzt die Situation, in der wir uns befinden. Ja, ich bin jetzt erstmal froh, dass wir euch an unserer Seite wissen. Und wenn ihr dann den Marktplatz von Scharfschützen geräumt habt und die Geldwechsergasse dann wieder begehbar ist und die Nordlandbank, dann wird das alles ganz famos. Lasst euch da mal das meine Sorge sein, wie wir an Söldner kommen. Erstmal muss das Gold wieder zurück an mich gehen. Alles andere regel ich da. Würde ich mir vertrauen. Dann will ich euch nicht weiter behelligen, eure Zeit verschwenden. Ich denke, ich werde mich mit meinen Kameraden und Gefährten draußen noch etwas beratschlagen müssen. Ja, sammelt eure Kräfte. Wir brechen dann im Abendgrauen, ne? wenn die Sonne wieder untergeht, wenn der Regen so weiterhin anhält, dann brechen wir auf. Ne? Wenn die Scharfschützen nichts mehr sehen, dann geht's los. Es wird sich finden. Je früher, desto besser. Sicherlich. Ich entschuldige mich. Ich verbeuge mich noch einmal und verlasse dann den Raum. Magister, dass ich nochmal so an seinen imaginären Hut, dann lässt sich dann. Du siehst auch wieder, wie der Burgschulze an dir vorbeistiefelt. Mit seinen schweren Stiefeln, tragt das nochmal seinen glänzenden weißen Bart. Ah. Jetzt seid ihr am Zug. Ja, hält danke, das ja. aus. Versuche ich seit ein paar Wochen. Viel Erfolg. Lächle ihn an. Und geh dann. Dann kannst du auch wieder zurück zu den anderen in den Garten gehen. Greif mal, warum musste ich jetzt der hohen Schwuchtel da drin eigentlich sagen, dass es keine Söldner gibt? Kannst du ihm das nicht selber sagen? Wenn man von einem Chorgeweihten Akoluten erwartet, dass er unhöflich und direkt auf den Punkt ist. Er glaubt immer noch an Söldner. So, ich glaube auch an Söldner, gibt nur keine. Nun, ich denke, er hat die Lage noch nicht ganz begriffen, in der sich diese Stadt befindet. Also nur die Lage. Das habt ihr noch nicht herausgefunden, nachdem er das erste Mal seinen Mund aufgemacht hat, dass er von nichts eine Ahnung hat und nicht wirklich realitätsgetreu ist. Nun ja, hin und wieder müssen die hohen Herrschaften auch etwas gestreichelt werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Yeah. Nein, ich möchte darüber nichts weiter hören. Behaltet es. Seht es einfach so. Es ist wesentlich leichter, den gesamten Ablauf hier mit so wenig Reibung wie möglich zu veranstalten, wenn uns der Mann gewogen ist. Andernfalls müssten wir ihn entfernen. Seht ihr? Kira? Ich schon bereit erklären dafür. Was wieder einen ganzen Rattenschwanz. Konsequenzen nach sich zieht. Selbst als Rajan, muss ich sagen, zu adlige Reiben. Und uns Zeit kostet Raffinen, die wir gerade nicht haben. Ich schlage vor, die Herren Magier brechen alsbald auf, bevor der Burggraf, verzeiht, der Bürgermeister, der Mann, noch Anwandlungen bekommt, durch irgendetwas einspannen zu wollen. Je weniger wir ihm Nein sagen müssen und auf ein Geht nicht verweisen können, desto besser. Also Isarhun kann ich mitnehmen, aber Abelmir werde ich nicht mitnehmen. Ich hatte auch nicht vor, mitzukommen. Jemand muss sich doch um die magischen Belange dieser Festung hier kümmern. Ja, genau. Es würde einfach zu viel Kraft kosten. Also nicht, dass ich euch nicht mitnehmen wollen würde, aber... Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Habt keine Angst um mich. Aber mir ist das gewohnt. Der wurde früher auch nicht eingeladen. Stimmt, auf die Feste. Ich erinnere mich. Ja. Ganz dramatisches. Genau deshalb wollte ich ihn ja auch nicht ausschließen. Geht ihr wohl? Ja. Achso, ja, ich muss noch mein Eisenzeug und Stahlzeug ablegen. Ja, dann würdet ihr wohl darauf aufpassen. Selbstverständlich, so viel kann es ja nicht sein. Nein, hier, das Schwert, der Dolch, der Stab, aber nicht entzaubern, bitte. Ja, sie legt dann halt so nach und nach allerlei Sachen mit Metallteilen ab, unter anderem irgendwie Stiefel noch, Gürtel noch, bindet sich dann ihre Hose und ihre Robe mit so einer Kordel zusammen und nachdem sie dann sicher ist, dass sie kein Metall mehr am Körper trägt, stellt sie sich neben Boltax. So, also von mir aus. Gut, zwei Sachen noch, bevor wir loslegen. Ja? Ich hoffe, ihr habt keine Angst in engen Räumen. Das könnte kontraproduktiv sein. Ja, also es kommt darauf an. Also ich hatte da so eine Begegnung mit Gulen einmal. Das war ein wenig traumatisch. Ja, wir gehen direkt durch das Element durch. Wir werden nicht auf Gule treffen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und zum Zweiten, was vielleicht noch für mich wichtig zu wissen wäre, wer sind denn die Magier, zu denen wir gehen? Sind das so
Magier wie ihr von der Weißen Gilde oder so Magier wie Abelmir von der schmutzigen Gilde? Nein, sollten machen wir. Nein, es sind Weißmagier. Weißmagier, die sich der Hellsicht verschrieben haben. Ja, okay, gut. Das ist, denke ich. Naja, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns daran. Packt mich am besten an der Schulter und ich werde dann Geister herbeirufen, dass sie uns zur Akademie tragen. Ja, in Ordnung. Soll ich meine Augen schließen oder irgendwie meine astrale Kraft fließen lassen oder übernehmt ihr alles? Ich übernehme alles. Sehr schön. Ja, schließt eure Augen. Vielleicht etwas überwältigend für einen Geist, der das noch nie gemacht hat. Ja, sehr wohl. Ja, und dann würde ich tatsächlich mein Ritual Weg durch den Leib wirken, und zwar mit der Komponente, eine weitere Person mitzunehmen. Das ist für 6 ASP mehr auch ohne Probleme drin. 12 Aktionen Aktivierungsdauer. Ich würfle die Probe. Boah. Yes! Schreib mal bitte, lies mal bitte vor, was das Ritual macht. Das Ritual macht: Mit diesem Zauber kann der Geode sich einen Weg durch die Erde öffnen. Damit durchdringt er Humus und Erz, wobei jedoch kein Tunnel entsteht, sondern die Elementarmächte ihn durch das Material hindurch bis zu einem Punkt transportieren, der sich auch fest im Land und nicht weiter als doppelten RKW in Meilen vom Ausgangsort entfernt befinden darf. Diese Bewegung durch die Erde dauert etwa eine Sekunde pro zurückgelegten 100 Schritt. Klugheitsprobe muss ich ablegen, um genau zu sagen, wo wir landen. Ansonsten machen es die Elementare. Also eine Sekunde pro 100 Schritt. Ja. So, flutsch. 2 Sekunden. Ja. Also ich lege die Hände auf die Erde. Rufe einmal die Geister an. Oh Geister der Erde. Oh Geister des Erzes. Oh Geister des Humus. Tragt uns. Tragt uns vor, genau vor die Akademie hier in Romulus. So. Und ich würde mich direkt vor die Eingangspforte der Akademie tragen lassen von den Geistern. Was für eine Klugheitsprobe? Ja, um RKP Sternschritt, um RKP Stern erleichtert. Also das wäre bei mir eine 14er Erleichterung. Ja, zum Glück hatte ich die. Hast du einen Schicksalspunkt? Wieso? Ist doch erleichtert. Erleichtert? Die Klugheitsprobe? Ja. Ja, bei einer gelungenen Klugheitsprobe des Geoden erleichtert um die RKP-Stern kann er selbst das genaue Ziel festlegen. Ja, trotzdem möchte ich einen Klugheits... Also ich würde dir empfehlen, die Klugheit zu chippen, weil für das, was ich dir jetzt... es geht nicht um den Befehl, sondern es geht nicht darum, dass du befehlen kannst, sondern alles wie klar. Der Befehl formuliert wurde. Alles klar, dann trage ich... Wie der Befehl formuliert wurde, ist nämlich gerade unglaublich ungünstig formuliert. Und es gilt bei einer Beschwörung oder bei einer Herbeirufung ganz, ganz genau darauf zu achten. Ja gut, dann... Ja, Chippy oder nicht? Ja, mache ich, hau ich raus. In dem Fall. Dann nochmal die Klugheit. Wieder mit der entsprechenden Erleichterung oder... Nee, nur eine ganz normale Klugheitsprobe. Okay. Ja. Ja, die transportieren dich sehr gerne dahin, aber ins Gestein vor die Akademie. Also du sagtest davor und dann bleiben sie, wenn du Pech hast, im Keller stehen. Und dann stehst du vor einer riesigen Wand aus Stein, in einer riesigen Wand aus Stein. Dann wirst du ganz, ganz jämmerlich erstehen. Ja gut, der sich auf dem festen Land befindet. Ja, das ist der Zusatz, den ich brauche und der ist wichtig. Also wie gesagt, Herbeirufung... Ich meine, es ist ja kein echter Elementar, Wirkung, oder? Es ist ja das Ritual über den Ring. Der ist in der Wirkung mit drin, der sich auf dem festen Land befindet. Deshalb hatte ich auch vorgelesen. Na also, du, also ich hätte dich sonst auch in den Kellern rausploppen lassen. Da musst du nicht durch das Schlangentor gehen. Ja gut, dann... Aber wie gesagt, es geht mir ganz explizit darum, wie du... nicht nur Geistern, sondern auch Dämonen oder Elementaren oder Djinnen einen Befehl gibst. Und das war eben nicht der richtige Befehl. Also mit dem Zusatz, den du jetzt durch die gechippte Klugheitsprobe hast, weißt du, dass da der Zusatz drinstehen sollte, auf Stein, auf festem Boden. Ja,
Aber mach doch die Wirkung sowieso, aber gut. Es ist ja keine echte Elementarbeschwörung. Nee, also das ist ja ein Ritual. Gut. Gut, ja, wie auch immer. Also, ich lasse mich dann tragen und Isarun mit mir. Ja, Isarun, Selbstbeherrschungsprobe. Ich hab gehört, du hast da einen Nachteil, der nicht ganz so gut ist. Ja, erstmal gerade den Wert nachgucken. Angst vor Nicht-Gildenmagiern? Nee. Nee, Raumangst. Ja. Er hat gerade noch gefragt. Ja. Ja, sie sagte ja, nicht so günstig. Er hätte Nabel mir mitschicken können. Nee, zu spät. Erzählt das als eine Störung, die ich ignorieren muss? Nee, du zauberst ja nicht. Du musst nur eine Mutprobe. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ja. Ich glaube, ich möchte die Probe wiederholen. Ich wollte gerade sagen, das wird sonst ungesund mit 360. Moment, bist du noch tollpatsch? Mit 360 km/h Nein, gegen ich eine. Ich habe das Ding doch exorziert. Oh, schade. Ah, 360 km/h gegen eine Steinwand prallen, das würde dich, glaube ich, umbringen. Ja, das fände ich suboptimal, deswegen Chippy und jetzt passt's. Ja, erschwerend ist das eingetragen. Ihr werdet gegriffen von Händen aus Stein, die euch berühren und plötzlich seid ihr verschwunden, plötzlich seid ihr weg. Du siehst, wie Schrapneller aus Erde, Stein und irgendwelchen anderen Dingern an dir vorbeirasen. Du hast kurz das Gefühl, dass du gegriffen wirst, dass dir die Luft aus den Lungen gedrückt wird und ehe du dich versiehst, stehst du irgendwo anders. Es fühlt sich nicht an, als ob du durch den Limbus gegangen wärst, aber ähnlich schmerzhaft. Holt dich dann die Realität wieder ein, du lässt Boltax los, stolperst ein bisschen und merkst dann wohl, wie du direkt unter einem Tor stehst und dich zwei finstere Schlangen anblicken. Oh, ja. Ich hätte meine Augen zulassen sollen, ich hab's wieder vergessen. Ich muss die einfach aufmachen. Ich gebe euch mal ähnlich wie beim Transversales 1W20 Ausdauer Schadenspunkte. Finde ich eigentlich ganz gelungen. Weil er sehr transversales ähnlich ist. Sind 3 Ausdauerpunkte. Ausdauerschadenspunkte. 2 echte TP. Und 16 halbe sind 8, genau. Isarun, du kannst erkennen, wie du ein paar Knochen und Aschereste zertreten hast, die unter dir dann zerbröseln. Neben dir liegen noch andere Leichen. Du kannst erkennen, wie hier irgendwelche Wappenröcke noch liegen, irgendwelcher Schleim, dämonenartig. Und dann, du stehst wohl über dem Zugang des Hauptportales, einen Rahmen aus gusseisernen Schlangen umgeben, die sehr, sehr lebensecht wirken und einige Glyphen, die dich dann auch anstarren. Aber die Schlangen an sich tun dir nichts. Versuchst ihn das ein bisschen zu erholen. Also Boltax scheint da wohl auch gerade so ein bisschen außer Atem zu sein. Den hat der Zauber wohl sehr viel Kraft gekostet. Du kannst auch sehen, wie einige Steinsplitter ihm noch in der Wange stecken und in der Stirn auch einige Abdrücke hinterlassen haben. Aber euch geht's gut. Seid ihr in Ordnung? Ja, das ist mein Tagesgeschäft. Alarm! Kommt das von vorne oder von hinten? Drehst dich zu Boltax um und kannst dann hinter ihm erkennen, du siehst da wohl noch zerstörte, eingerissene Praios-Tempel, den Bandstrahlerturm und wie dort nicht nur zwei da Reis schwammartig ruhen, irgendwelche Blöcke neben sich, auf sich, sondern auch ihr Halkengardisten. Mehr als 20. Du siehst, wie sie mit Bogen ziehen. Du siehst, wie sie Bogen ziehen. Und durch, weg. Oh, hier sind es, steh uns bei. Schnell. Ich stürze mich durch das Tor. Ja. Ich auch. Gut, dann steht ihr, nachdem ihr dann die Portale, die Pforten durchstoßen habt, steht ihr in einem Konventssaal. Ihr orientiert euch kurz. Nee, Konventssaal ist es nicht. Es ist, doch. 4 große Säulen links, rechts neben euch, 2 große Treppen, die dann einmal nach unten, nach oben führen. Und vor euch steht ein Mann in einer Robe, der euch etwas anlächelt, euch zunickt und dann sehr schnell mit seinen Händen, wirkt wohl ein Zauber, kurz Motorikus oder was das ist, und die Türen, das Portal verschließt sich wieder hinter euch. Ihr könnt es aber noch Pflocken hören, wie dann wohl irgendwelche Pfeile oder Bolzen einschlagen und er sich dann vor euch verbeugt. Willkommen in der Akademie.
Ich bin der Bibliothekarius Siegmann Heisinger. Ah, ja. Siegmann Heisinger. Von euch haben wir doch das Schreiben bekommen. Das ist korrekt. Es freut mich sehr, dass wir euch nun leibhaftig angesichtig werden. Wie geht es euch? Wie es mir geht, den Umständen entsprechend. Aber ich glaube, wir sollten diese Höflichkeiten auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, nicht wahr? Sehr gerne. Eine direkte Vorgehensweise ist mir ohnehin lieber. Das habe ich mir gedacht. Folgt mir doch bitte. Er deutet hinter eine der Säulen auf eine der Türen, die direkt dann von diesem Konventsaal abführt. Und du kannst dann auch erkennen, wenn ihr dann gemeinsam durch die große, lange Halle geht, wie dort wohl auch steht, Schreibstube der Vizespektabilität. Öffnet ihr die Tür, da stehen dann auch mehrere große Schreibtische, Regale, Bücherregale. Und er setzt sich dann hin. Er scheint nicht sich an den großen Schreibtisch zu setzen. Das ist wohl also nicht die Vizespektabilität, sondern auch, wie gesagt, der Bibliothekarius. Ansonsten niemand hier. Auch sonst niemand in der Halle gewesen, auf den Gängen, auf den Fluren. Alles sehr still. Verratet mir doch bitte, wo sind die ganzen Kollegen? Ausgereist. Sie sitzen überall in den Landen. Nicht nur in der Feste Hohenstein, sondern verteilt über die gesamte Traviamark. So mag ich sie einfach mal nennen. Gut. Warum sollten wir denn jetzt herkommen? Nun, die Zukunft ist schwierig zu lesen. Aber wenn sie jemand kennt, dann euer ehemaliger Vorgesetzter. Wobei, da ihr nicht vollständig angereist sind, sondern nur in einer kleinen Bagage, ihr seid doch die Reisebegleiter von Abelmir und derjenige, der sich jetzt Okuria nennt. Ja. Hans-Sven von Werheim. Ja. Dexter Nimrod gab uns vor 3 Jahren eine Schatulle mit auf den Weg, die wir an euch übergeben sollen, und zwar heute. Oh, gut. Verstehe, also nicht wirklich, aber ja, Dexter Nimrod, weitreichende Pläne, das macht schon alles Sinn. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ja, er greift auf den großen Schreibtisch der Vizespektabilität, holt da so eine kleine Depesche raus, mit einem großen roten Siegel, mit einem Stempel drauf und überreicht sie dir. Ich glaube, das ist etwas schwierig, aber da ich darüber informiert bin, dass ihr gemeinsam reist,